Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin Info Mancho 909 heute am 23. Juni. Wir sprechen über Cardano, das Staking, über Akon und die Crypto City in Afrika und über die Meldung, die ja viele aufhorchen lässt, nämlich Bitcoin soll handelbar sein bei PayPal und Venmo. Wir starten mit dem Preis und ja, das sieht schon ein bisschen besser aus als gestern. Ja, wir waren gestern noch bei 9,4, jetzt aktuell stehen wir bei 9.613, waren sogar bei über 9.700 kurzfristig. Und das war schon mal ein kleiner netter Jump. Vielleicht hat das ein bisschen was mit der PayPal-Meldung zu tun, da gucken wir gleich nochmal. Aber erst gehen wir mal rüber zu Cardano. Cardano, ja, der steht aktuell auf Platz 11 bei CoinMarketCap mit einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden. Der Kurs ist bei knapp ein bisschen mehr als 8 Cent. Und ja, Cardano ist weiter auf dem Vormarsch. Die haben ein Testnetz für Shelly, für das Update Shelly bereitgestellt. Da sind über 200 registrierte Staking Pools, die sich bereits in Betrieb befinden. Ja, also man kann daran jetzt schon partizipieren und es scheint so, die gehen hier mit großen Schritten voran. Das Cardano-Team, ja, die sind überzeugt, dass das Shelly-Update zu einer starken Dezentralisierung führen wird und glauben sogar, dass es damit dezentraler wird als jede andere Blockchain-Netzwerk. Ja, glaube ich nicht unbedingt, aber hey, warum nicht? Ja, die Vision ist definitiv gut, etwas Dezentrales auf die Beine zu stellen. Aber laut Tim Harrison, dem Marketing- und Kommunikationsdirektor bei IOHK, dem Unternehmen hinter der Open Source Kryptowährung, ja, da sind bereits nach 4 Tagen nach Shelly, 200 Staking Pools erreicht worden. Und ja, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen und das Ganze soll dann ja wirklich mit diesem Update in ein komplett dezentrales Proof-of-Stake-Netzwerk verwandelt werden und man kann dann ADA staken und verdienen. Ja, nicht schlecht, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber jetzt hier zu werben, dass es dezentraler ist, zum Beispiel als andere Netzwerke, dezentraler als Bitcoin, ja, ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Weg, aber ich glaube trotzdem, dass Cardano hier ja interessante Perspektiven bietet und das Ganze soll ja schon zwischen 30. Juni und 7. Juli stattfinden, das Shelly Update. Der Preis ist auch schon ein bisschen höher geklettert in den letzten Tagen, nicht schlecht. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier alles so easy vonstatten geht, wie man das wirklich plant. Ja, und die haben jetzt hier auch den Cardano Virtual Summit Shelly Edition. Das ist ein Event, das findet am 2. und 3. Juli statt. Ja, ich bin mal gespannt, ja, was da rauskommt und wie Cardano sich entwickelt. Ich selber halte keine Cardano, aber ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und sollte man genau im Auge behalten, wie es hier mit dem Staking dann vorangeht. Ja, dann gucken wir rüber nach Afrika und Akon. Akon, ein Musiker, vielleicht kennt der ein oder andere ihn. Neben der Musik ist er immer stärker in die Kryptoszene in den letzten Jahren reingegangen und möchte mit seinem Projekt wirklich auch jetzt den afrikanischen Kontinent einfach unterstützen. Er will dort eine eigene Stadt errichten im Senegal. Crypto City mit seinem eigenen Coin, den Akon. Ja, und das ist auf jeden Fall mal ein sehr großes Projekt, sehr ehrgeiziges Projekt, so eine eigene Stadt mal einfach bauen. Ja, erinnert so ein bisschen an an Wakanda. Ja, kennst du ja aus den Marvel-Filmen. Ja, das ist dann ein echtes Wakanda mit einer echten eigenen Kryptowährung und diese Kryptowährung wird ausschließlich dort genutzt werden können. Erstmal das Ganze hat 6 Milliarden Dollar soll es verschlingen. Ja, mal gucken, ob man damit hinkommt. Das ist eine andere Frage. Man hat sich 2 Unternehmen hier gesichert, die das machen, ein Baupartner und ein Architekturbüro. Ich bin mal gespannt, das US-amerikanische Ingenieurbüro KEY International, die machen das Bauprojekt und ein Unternehmen aus Dubai, Bakri & Associates Development Consultants, die nehmen die architektonische Gestaltung vor. Also 2 nicht unbekannte Unternehmen, die das Ganze hier unterstützen. Und Akon hat das ja schon ein bisschen länger geplant hier. 2020 jetzt konkretisieren sich die Pläne. Und ja, die senegalesische Regierung hat dem Musiker dafür 81 Hektar Land übergeben, in weniger als 1 Stunde vom internationalen Flughafen Dakar entfernt. Also die Lage ist ganz gut. Ja, und die Bauarbeiten sollen dann in 3 Phasen hier beginnen.
und ja, bis 2023 abgeschlossen sein. Also erstmal so Infrastruktursachen, Straßen, grundlegende Infrastruktur, dann eine Schule, Solarenergieanlage, Krankenhaus, etc. Und die zweite Phase, die dauert ein bisschen länger, die geht von 2024 bis 2029. Ja, und am Ende soll da eine Stadt stehen, die komplett mit Hilfe von Akons geplanter Kryptowährung betrieben wird, der MA-Coin. Und ja, das ist ein reiner Utility-Token, hinter dem halt ein großes Ökosystem stehen soll, laut seiner Aussage. Das Ganze basiert auf der Stellar-Blockchain. Und ja, Akon ist ja schon ein bisschen länger in der Kryptoszene aktiv. Seit 2014 hat er in Bitcoin investiert und hatte die Idee dann ja auf einer Reise nach Frankreich, wo er ja kein Geld umtauschen konnte in die senegalesische Landeswährung. Und dann hat er gesagt, das muss sich ändern. Und da war die Idee vom Akon geboren. Er will natürlich mit diesem Coin auch ja Afrika weiter unterstützen. Und das ist natürlich alles noch so ein bisschen Zukunftsvision, wie das dann alles funktioniert. Er sieht eines der Probleme auch, dass nicht alle Leute einfach ein Smartphone haben, um halt die Krypto zu nutzen. Aber jetzt sind ja noch ein paar Jahre bis dahin. Ja, dann gucken wir mal rüber zu PayPal. Das war die Meldung des Tages. Vielleicht hatte der Bitcoin-Pump auch ein bisschen mit diesen Meldungen gestern zu tun. Es ist nämlich ein unbestätigter Bericht von Coindesk, dass PayPal und Venmo den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen demnächst anbieten wollen. Ja, ist das wahr? Keine Ahnung. Bisher hat sich von offizieller Seite noch niemand dazu geäußert. Aber so mit 325 Millionen Kunden weltweit, ja, wäre das natürlich eine ganz interessante Sache. Warum? Viele Leute haben Vertrauen in PayPal und ja, das könnte natürlich dann dem Ganzen einen Boost geben. Und viele sagen auch einfach, ja, es ist mir viel zu kompliziert, mit der Börse zu registrieren, eigene Keys zu verwalten, das zu sichern. Ja, da vertraut man doch lieber so einem Unternehmen wie PayPal, was man seit vielen Jahren kennt. Kann ich gut nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, Leute, das ist nicht das, wofür eigentlich Krypto steht, wofür Bitcoin und Kryptos geboren wurden, sondern es geht darum, die Kontrolle nicht mehr dritten Parteien zu überlassen. Aber so ist es nun mal. Es könnte unter Umständen die Akzeptanz natürlich von Kryptos weiter verbreiten. Die Frage ist halt, ja, wie geht man mit sowas um wirklich? Ja, denn ist das der Weg, den wir wirklich gehen wollen? Wollen wir jetzt hier ja, PayPal und Co. nutzen, ist das, sollen wir das feiern, dass die Kryptos jetzt hier vielleicht handelbar machen, obwohl Kryptos ja eigentlich dafür da sind, dass diese Unternehmen überflüssig werden. Ja, ist eigentlich so ein bisschen komisch das Ganze. Aber die zweite Frage, die man sich auch stellen muss, ist natürlich dann, ja, was darf man dann mit den Kryptos, die man auf PayPal kauft? Sind das echte Kryptos? Ist das ein echter Bitcoin? Hältst du den Private Key? Höchstwahrscheinlich nicht, ja. Vielleicht kannst PayPal auch dort zensieren und sagen, pass auf, du kannst nur intern an verschiedene Kryptos, registrierte PayPal Bitcoin-Adressen versenden und außerhalb des Ökosystems darfst du es nicht. Da kann man sich ja alle möglichen Sachen vorstellen, was das hier wirklich einschränkt. Und wir alle wissen ja, PayPal friert einfach mal Konten ein, wenn was unklar ist und so weiter. Also das ist, ich weiß nicht, ob es die besten Partner sind dafür, ob das jetzt eine bullische Meldung sein kann oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, 2017, wenn so eine Meldung gekommen wäre, wäre der Preis explodiert. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Und ja, im Moment ist der Bitcoin ja nicht wirklich, ich sag mal, so mega volatil. Aber vielleicht hat die Meldung auch, ist auch eine Fake-Meldung, vielleicht ist auch gar nichts dran an der Geschichte. Ja, wir müssen mal gucken, was hier bei rauskommt. Ja, zum Schluss gucken wir am Markt, wir stehen bei 272 Milliarden, Bitcoin-Dominanz 64,8% in den Top 10, da leuchtet alles schön grün. Ja, Bitcoin 2, Ethereum 3% im Plus, Crypto.com auf Platz 10 auch mit 2,8% im Plus. Also alles nett. Top-Gewinner zu gestern, das ist Digibyte. 27% Kursplus, nicht schlecht. Ja, an zweiter Stelle über 20% Kursplus Bitcoin Diamond. Wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Ja. Aber auch da scheint es Bewegung drin zu sein. Top-Verlierer ist hingegen Flexacoin mit 18 und Aave mit 10% Minus. Also Leute, das war es von mir. Wer wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs up und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht gut, schwenkt den Hut. The fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!
Give us a Bitcoin to save.